Moin Moin Moin, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Thief Simulator. Wir starten heute mit einfach einem entspannten kleinen Einbruch irgendwo. Denn wir sollen ein höheres Level erreichen für Schlösserklacken Level 4. Und dafür würde ich jetzt einmal hier ein paar Aufträge irgendwie annehmen oder so. Dann schauen wir mal, ne? Am besten noch welche, die schön Geld bringen. 108, 108 bin ich nicht so gern, 107. Aber fangen wir heute klein an, machen Spüle und Teller kaputt, ja, 106. Schauen wir mal, haben wir 106, haben wir da schon, ne. Wir haben 1400, ja, kaufen wir uns die Routine. Sicherheitstipps. Sie lassen das Fenster auf der Rückseite des Hauses offen, okay. Ja, komm, die Verschläge holen wir uns auch noch. Für deinen Tresor mit Geld, okay. Den können wir aber noch nicht öffnen. Sie haben ein teures Gemälde gekauft. Okay, auch eine schöne Info. Also von 12 Uhr bis 2 Uhr mittags ist keiner zu Hause. Dann schauen wir da doch mal vorbei. Und dann holen wir uns da ein bisschen was raus und dann wird das was. Beziehungsweise machen wir erstmal ein bisschen was kaputt, ne? 106, was sollen wir holen? Notizen. Jetzt, Schlösser klacken. Level 4. Ah, da brauchen wir Level 9. Wie, was? Ah, ne, wir brauchen 2 Skillpunkte. So. Heißt, wir müssen noch ein Level, dann haben wir wieder ein. So rum. Gut. 106, die Millers. Oh, hier haben wir aber nur ein kurzes Zeitfenster. Von 12 Uhr bis 14 Uhr haben wir nur. Okay. Spüle und Teller. Gut. Das machen wir doch mal eben. Nur 106. So, machen wir hier einmal ganz im Schnelldurchlauf. Einmal schnell rein und dann auch schnell wieder raus, weil wir ja nicht viel Zeit haben. So. Also hier haben wir das Gemälde Welle. Okay. Dann gehen wir wieder nach unten. Und dann schauen wir hier nochmal rein, ob wir hier nochmal Geld finden, weil das wäre auch noch was ganz Nettes. Und Kamera nehmen wir noch mit. Das ist immer gut. Ist das hier die Tür? Ich weiß es nicht. Ne, okay, das war sie schon mal nicht. Okay, okay, okay. Irgendwas Wertvolles, so schnell offensichtlich. So, nehmen wir mal mit. Und dann schauen wir doch mal, hier sind ja so ein paar blaue Punkte. Ich glaube, die könnten damit zusammenhängen mit dem, was wir kaputt machen sollen. Hoffe ich zumindest mal. Sonst müssen wir gleich mal oben gucken und dann da mal schauen, ob wir da was finden. Komm mal rauf. Danke. So. Also hier ist der Tresor, den können wir noch nicht. Hier so ein Smartphone. Mhm. Haben wir da eine Festplatte? Festplatten sind gut. Denke ich mal. Hier ist auch keine Spüle. Und unser Zeitfenster ist gleich vorbei. Nimm mal mit und dann hauen wir erstmal einmal mit dem Gemälde schon mal rein zum Auto. Wir haben jetzt nämlich 13:40. Und dann, ja, hauen wir kurz wieder rein und kommen dann nochmal wieder und dann schauen wir nochmal. Machen den Karren auf. Immerhin haben wir das Gemälde. Das ist ja schon mal ein bisschen was wert. Weil in der kurzen Zeit hätten wir dieses Waschbecken nicht gefunden. Wobei das auf dem Bild jetzt eigentlich identisch aussah, aber es wird doch irgendwo anders im Haus. Na komm, fahren wir direkt. Nee, zum Pfandhaus ist blöd. S. Sehr gut. Jetzt können wir auch gleich skillen. Ne, ich fahre aber erstmal wieder nach Hause, um da erstmal zu schauen, was wir auf Black Bay verscherbeln können. Das ist, glaube ich, erstmal ein besserer Plan. Und dann skillen wir. So, Black Bay. Was gibt's denn hier so? Train-Trophäe verkaufen. Festplatte brauchen wir 3 von, okay. Ne, mehr haben wir hier aber nicht. Okay.
Gut, dann ist das so. Dann fahren wir kurz mal zum Pfandhaus und dann verschleppen wir den Rest nochmal. Und wenn wir das haben, gehen wir wieder, beziehungsweise fahren wir wieder einmal zurück. Einen schönen guten Tag. Gemälde 53, Kamera 46, Smartphone 50, Festplatte verkaufen wir nicht. Die packe ich mir lieber in die Box hier. So. Damit wir die nicht verkaufen. Weil da, wenn wir drei von haben, können wir dafür ein bisschen Geld auf Black Bay verdienen. So, zwei Skillpunkte haben wir. Dann nehmen wir Schlösser klacken, Level 4. Abfahrt. Und dann könnten wir vielleicht auch den Tresor direkt da in der 106 machen. So, auf zum Green View. Und dann gehen wir direkt nochmal rein in die 106 und schauen, was uns da noch erwartet. So, zack, einmal raus. Ich hoffe, dass hier niemanden blockiert irgendwie, dass es hier keiner die Polizei ruft. Sollte aber erstmal doch auf dem Parkplatz, um da ohne zu schlafen, weil sonst macht das ja doch keinen Sinn. Wenn welche zu Hause, macht es keinen Sinn reinzugehen. So, auf geht's, wieder bis 12. Und Abflug. So, dann haben wir wieder schnell rein hier. Hinter der Person. Und dann schauen wir mal. Einmal hier wieder. Und dann schauen wir nach der Spüle und der Teller. Muss ja dann irgendwie noch eine Küche oder so geben. Hier Küche? Ne, hier keine Küche. Wir nehmen wir mit. Was haben wir hier? Wecker. Oh, Geld ist gut. Smartphone. Und dann gehen wir hier die Treppe jetzt mal nach oben. Haben wir hier noch was drin, wenn wir schon mal hier sind? Mhm. Das können wir nicht mitnehmen. Können wir die Gläser mitnehmen? Nee. Aber die grünen Vasen können wir noch mitnehmen. Mittlerweile haben wir auch ein bisschen Platz im Inventar. Kaffeemaschine noch. Okay, Inventar voll. Gut, dann schauen wir mal kurz. 106. Spüle sieht so aus. Und Teller. Kann ich nicht gucken. Okay, dann ist das wohl die hier, ne? Ja, und Teller. Das ist die hier. Ja, sehr gut. Okay, Inventar ist voll, ist auch egal. Wir haben es 13.12 Uhr. Ist hier irgendwas Neues an großen Sachen? Ja gut, ist egal. Festnetz? Kriegen wir auch nicht mehr mit. Aber Geld nochmal. Ja, gut. Einfach wieder ab und fertig ist. Dann haben wir nämlich ein halbes Stündchen hätten wir zwar noch, aber ja. Wir wollen ja auch nicht zu viel entwenden. Ne? Muss zwar auch mein Geld verdienen, aber naja, ne? Bisschen was haben wir jetzt. Inventar haben wir voll geklatscht und dann reicht das auch. So, Pfandhaus fahren wir direkt hin. Den Tresor hätten wir machen können. S. Wunderbar. Na gut, haben wir jetzt den Tresor nicht, aber ist jetzt auch egal. Welcome back. Schönen guten Tag. Smartphone weg, Smartphone. Was? Achso, okay. Grüne Vase. Grüne Vase. Spanne. Kaffeemaschine. Kaching. So, dann hauen wir wieder rein. Einmal auf nach Hause und machen wir einen Übungstresor mal eben. So, nach Hause. Und dann tun wir mal schauen hier. Was ist das hier? Ja. Okay. Safe-Knacker-Werkzeug. Mal schauen, wie viel das kostet. Wir haben zwar 2200, aber Safe-Knacker 2500 und Glasschneider 2500. Ja gut, ne. Müssen wir wohl nochmal irgendwie, also ja, nochmal einen machen. Haben wir denn hier noch irgendwo was zu tun? Nochmal sehen. Weiß ich nicht, das ist ein schweres Haus. Toilette kaputt machen.
Also hier, das können wir draußen machen. Weingläser zerstören. Und dann Fenster im zweiten Stock einschlagen. Irgendwie machen das weiß, weil das können wir von außen machen. Und so brauchen wir dann nicht irgendwie dann, ich sag mal, rein. Weil das ist bei dem Haus etwas schwerer. Und das geht halt auch schneller, weil wir einfach zwei Jobs haben, die wir von außen direkt erledigen können. Ja, mal schauen. Mal kurz einmal rum zu 107 und dann mal gucken. Hoppala, was ist denn nun los? Weiß ich ja nicht, da. Autofahren ist nicht so mein Ding anscheinend. Einmal hier kurz auf dem Parkplatz. So, dann schauen wir mal. 107 ist ja hier vorne direkt. Fenster am zweiten Stock einschmeißen. Würde ja jetzt noch gehen. Dann mal hier irgendwie an der Seite ein Steinchen liegen. Mal kurz mal außen rumrennen hier. Negativ, doch da. Ziegelstein. Und Feuer. Wie kann ich werfen? Hallo? Sehr gut. Wurde nur von einem Mieter gehört. Das ist ja alles entspannt noch. Und da sind die Weingläser. Dann schauen wir mal, wenn die Person durch ist. Machen wir, holen uns die Weingläser eben nochmal. Und dann haben wir es, ne? Schönen guten Tag. Schönes Wetter heute, ne? Ja, die Sonne scheint wieder. Ja, und dann einmal ran hier. So, einmal schnell hier rum. Und dann haben wir es auch gleich schon. Sind jetzt alle zu Hause, aber ist auch egal eigentlich. So, Radio nehmen wir mit. Wein nehmen wir mit. Die holen wir kaputt. So, und dann, sobald die Luft rein ist, hauen wir ab. Gerade riskant hier irgendwie zu stehen. Dann weiter vorne, okay. Hier links. So, egal, wir hauen jetzt einfach ab und dann haben wir den Lachs fertig. Das sollte hoffen. Ja, hat uns das rechts. Kann ich mal reden. Das entsprechende Geld gebracht. 2500 brauchen wir, 2745 haben wir. Wenn wir jetzt den Wein nochmal da verkaufen beim Händler des Vertrauens, dann haben wir genug und dann sollte es hoffentlich hoppalachen für das Safe-Knacker-Werkzeug reichen. Mal schauen. C. Ah, immerhin 5 Sterne Heimlichkeit. Okay. Welcome back. Ja, schönen guten Tag. So, Wein verkaufen, Wein verkaufen, Radio verkaufen. So, das Smartphone muss ich auch nochmal machen. Kurz mal aufstoßen. Das Smartphone packe ich auch erstmal in die Box vorbei. Ich glaube, wir haben zu Hause sogar ein Lager, kann das sein? Dann schmeiße ich da einfach ein paar Sachen rein. Ist das hier ein Lager? Ja. Gut, Smartphone rein. Und dann holen wir auch eben nochmal die Festplatte hier aus dem Auto, damit wir hier im Auto auch wieder Platz haben, ne? Auf und Abflug. Festplatte. Sehr schön. So, haben wir ein Safe-Knacker-Werkzeug. 2800 haben wir jetzt gelett. Das ist doch auch mal was Schönes. Glasschneider brauchen wir jetzt direkt nicht. Safe-Knacker-Werkzeug ist ja auch für die Story, ne? So. Öffne den Übungstresor bei dir zu Hause. Dann machen wir es doch mal eben, ne? So. Ja, okay. Ja, da haben wir ihn, die 46. Ja, wo ist sie? Achso, ich muss sie anhalten, oder was? Ja, hör mal. Ja, komm. Und wo ist er?
Ja, die 46. Ja, eine 31. Und die 36. Sehr schön. Vielen guten Tag. An important document has gone missing from Mr. Lombardi's desk. I've got a feeling it's in Greenview 102. Be a good debt slave and check it out for me. Okay, das gibt's aber dann erst beim nächsten Mal. Machen wir Feierabend. Dann würde ich sagen, Pipeats. Wenn es euch gefallen hat, gebt ihr wie gerne einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und habt jetzt einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao.